Ich begrüße Sie zu den Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Die geltenden Corona-Maßnahmen bleiben vorerst unverändert. Sie werden weder verschärft noch gelockert. Die Regierung hat darüber aufgrund der Erfahrungen in den letzten 2 Wochen entschieden. Obwohl sich die Zahl der Neuinfizierten von Mittwoch auf Donnerstag verdoppelt hat, braucht man nicht sofort eingreifen. Die Erhöhung ist auf die Massentestung zurückzuführen. Um Menschen über 65 Jahren zu schützen, werden sie nun in den Postämtern in der ersten Stunde nach der Öffnung vorrangig bedient. Also für Senioren dieser Altersgruppe ist es empfohlen, in diesem Zeitraum auf die Post zu gehen. Und es wurde wieder eingeführt, dass sich im Bereich des Postamtes wieder nur so viele Personen aufhalten können, wie es Postfenster gibt. Fast doppelt so viele Soldaten nehmen jetzt an der Bekämpfung der Epidemie teil als im Frühling. In 93 Krankenhäusern leisten mehr als 1.100 Soldaten Hilfe bei Aufgaben, die auch ohne medizinische Ausbildung erledigt werden können. Dadurch können diejenigen entlastet werden, die sich mit der Heilung der Menschen beschäftigen. Dem Verteidigungsministerium nach könnten die Kräfte bei Bedarf noch aufgestockt werden. Die Regierung erhöht die Finanzierung von Hausarztpraxen um 50%. Das heißt, dass die Hausärzte neben der diesjährigen 140 Milliarden Forint noch weitere 72 Milliarden Forint Unterstützung bekommen. Man hofft, dass es genug Geld auch für Gehaltserhöhung und Entwicklungen bleiben wird. Was aber das Wichtigste ist, dieser Beruf sollte für Jugendliche attraktiv gemacht werden. Dieses Jahr und die Pandemie hätten bewiesen, dass die Ungarn zusammengehören, erklärte Viktor Orbán auf der Online-Sitzung der Ungarischen Ständigen Konferenz und des Ungarischen Diasporarates. Er sagte, dass der 100. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung von Trianon und die Pandemie jetzt ins selbe Jahr fallen würden. Doch diese Verbindung erinnere jeden daran, dass diese Prüfungen nicht der Vergangenheit angehören, sondern geschehen hier und jetzt. Er betonte, dass Großungarn zwar aufgeteilt wurde, würden alle Ungarn zusammengehören. Und diese Zusammengehörigkeit würde einen jeden nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und der Zukunft verbinden. Dieses Jahr und die Pandemie haben bewiesen, dass wir Ungarn zusammengehören. Wir haben mit Serbien, Kroatien, Slowenien und der Slowakei die Zusammenarbeit so eng wie möglich gestaltet. Und mit Österreich haben wir auch täglich konsultiert. Inzwischen, trotz der politischen Schwierigkeiten, konnten wir auch den in der Karpaten-Ukraine und Siebenbürgen lebenden Ungarn Hilfe leisten. Wir haben bewiesen, dass uns alle Leben zählen, diesseits und jenseits der Grenze, und dass kein einziger Ungar allein ist. Doch die Prüfung ist noch nicht zu Ende, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sollten aufeinander aufpassen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.